Ja, einen schönen guten Tag an alle Zuschauer. Ich bin heute live, aber live mit dem Benny Dura, zwar nicht ganz in Berlin, denn ich sitze in Bielefeld. Ich bin Tanja Cupertino, Social Media Expertin und ich bin auch Make-up-Profi. Und wir haben uns heute überlegt, mit dem Benny Dura zusammen, wir möchten etwas ganz Besonderes vorstellen. Und als erstes brauche ich natürlich den Partner dafür, den Benny. Hallo, herzlich willkommen, Benny. Toll, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf und ja, schön, dass wir uns so wenigstens sehen, wenn du schon nicht in Berlin sein kannst, aber das holen wir ja bald nach. Ja, und mit Berlin und Bielefeld, das ist ja schon ein echt weiter Weg auseinander. Und da kommen wir eigentlich schon zum Kern unseres Problems. Ich möchte gerne Ware haben. Und das ist im Make-up-Bereich ja immer so ein bisschen schwierig mit den Farben. Und du hast ja schon total lange einen Online-Shop. Und der ist ja schon richtig klasse. Aber du hast natürlich auch gefühlt eine Million unterschiedlicher Farben, was ich natürlich als Profi sensationell finde. Aber ich habe immer das Problem, wie finde ich die Farben? Also ich gebe ja zu, ich war ja auch schon mal auf anderen Seiten von Mitbewerbern und ich kann dir sagen, das ist immer ein Chaos, an die Farben zu kommen. Ich muss mich überall durchklicken und da habe ich gehört, da hast du was ganz Neues. Das ist richtig. Ich muss dazu sagen, man kann die Farben noch so toll einpflügen in den Online-Shop. Jeder Bildschirm gibt die Farben wieder anders über. Also das ist ganz, ganz schwierig. Es sei denn, man würde mit einem grafisch skalierten Bildschirm arbeiten, aber das hat natürlich nicht jeder zu Hause. Trotzdem haben wir eine ganz tolle Filtersuchfunktion erstellt, so dass sich jeder damit zurechtfindet. Ach, das ist ja fantastisch. Dann würde ich doch vorschlagen, dann gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Ich schalte jetzt mal um auf den Bildschirm und da habe ich deine Seite schon mal aufgerufen. Das ist die Benny Dura in einem Wort.com. Und was mir da direkt aufgefallen ist, ich brauche nicht extra einen Shop anzuklicken, sondern ich bin quasi direkt auf deiner Präsentationsplattform im Shop schon drin. Genau. Also wenn man zuerst etwas über mich erfahren möchte, man kann da runterscrollen und dann sieht man auch was über mich und über die Firma. Wo sind wir jetzt da? Jetzt sind wir sind schon bei Lippenlack. Wenn du nochmal da drauf klickst, genau, da müsste jetzt die Startseite sein. Da ist ein schöner Spruch drauf und dann kommen da meine Lieblinge und dann kommen die Sachen, die man auswählen kann. Da kommt ein Video über mich, wo ich das Buch vorstelle, damit man Sehr mich schön. mal live sieht. Und wer ist Benny Dura? Da steht drin, wer ich bin, was ich bin. Und dann kann man sogar den Produktkatalog, der auch neu ist, den kann man auch runterladen und dann da drin blättern. Das ist auch ganz spannend. Ah, das ist ja super. Und dann sehe ich ja hier oben gleich die Unterteilung der unterschiedlichen Produkte, die du hast. Und ja, wenn wir jetzt mal auf Make-up gehen, du hast ja viele, viele unterschiedliche Foundations, was natürlich auch total wichtig ist, damit man alles abdecken kann. Ich bin ja auch Fotografin und bin natürlich ein großer Fan deines HD-TV-Make-ups, weil es halt eben eine Wahnsinnskonsistenz hat. Sollen wir denn einfach mal anhand von meinem Lieblings-Make-up von dir mal schauen, wie das denn so funktioniert? Ich habe da jetzt einfach mal draufgeklickt und was ich halt so toll finde, ich meine, jetzt sieht man hier, wie viele Farben hast du insgesamt bei dieser Foundation? Beim HDTV Make-up sind es 18 Farben, vier davon Wow. sind Mischfarben und sieben und sieben, weil wir unterscheiden ja zwischen gelbtonig und rottonig, weil jeder Mensch hat einen roten oder einen gelben Hautunterton und das haben wir da auch so eingeteilt. Ich glaube, hier kann man nach Hautton suchen und da Genau. kann man dann Rot, Gelb oder Mischfarben. Sind Mischfarben die neutralen Farben, also die beide Pigmente enthalten, oder wie machst du das? Nein, Mischfarben sind wirklich für die Profis, die total korrigieren müssen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz stark raucht, dann haben die ja so einen ganz fahlen grauen Teint und den kann man dann ein bisschen aufpeppen mit dem Aprikoton. Das sind also Mischfarben, die brauchen vor allem die Profis. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal bei gelblich oder rötlich. Die meisten Menschen sind gelblich und wenn man das jetzt anklickt, dann sieht man alle gelben Töne von hell bis dunkel. Und wenn ich sage dunkel, meine ich sehr dunkel.
Ist das denn tatsächlich für dunkelhäutige Kunden? Ja, auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich so ein bisschen städteabhängig, ne? Also ich habe selbst als Visagistin immer ganz, ganz wenig von diesen Kunden, muss ich ehrlicherweise zugeben. In Berlin ist das wahrscheinlich sehr üblich, ne? Ja, du, da, durch das, dass ich mit ganz vielen Künstlern befreundet bin und tolle Sängerinnen kenne, die eben auch zum Teil sehr dunkel sind, war für mich von Anfang an klar, ich brauche auch Make-up für Dunkelhäutige, weil die haben es Toll. manchmal schwer, ne? Ja, super. Großartig, diese Auswahl, die du hast. Dann gehen wir vielleicht einfach mal zum nächsten und nehmen mal, klicken mal die Augen an. Und da sieht man gleich, da sind die unterschiedlichsten Produkte, die du anbietest in der Aufteilung. Auch meine Lieblingswimpernperücken von dir. Aber ich glaube, die Puderpigmente, die sind jetzt erstmal spannend, wenn man da halt eben entsprechend was sucht. Ja, wir haben 168 Farben. Viele sagen da, oh Gott, da bin ich ja überfordert, da gucke ich gar nicht erst hin. Andere sagen, na, endlich jemand mit so viel Auswahl. Und jetzt geht es eben darum, um diesen Filter. Und das finde ich so spannend. Jetzt, wenn ich, willst du mal erklären oder soll ich das machen? Mach das ruhig, ich klicke Ja, mal mit. also jetzt haben wir da vier verschiedene Sachen. Wir haben Farbgruppe, Jahreszeiten, Farbtypen, Farben und Verwendung. Wenn wir jetzt einfach mal ganz vorne anfangen bei der Farbgruppe, da gibt es die Möglichkeit, alle kalten Farben anzuklicken oder alle hellen Farben oder warme Farben oder neutrale Farben oder glänzende Farben oder changierende Farben. Das ist fantastisch, weil zum Beispiel jemand, der länger jung geblieben ist und zum Beispiel ganz viele Fältchen um die Augen herum hat, der sollte vielleicht nicht unbedingt mit glänzenden Farben arbeiten. Deswegen kann er da anklicken, ich möchte nur die matten Farben sehen. Und dann geht die Zahl von 168 schon mal um ein Drittel oder um ein Viertel weniger zurück, so dass man nicht mehr ganz so wahnsinnig viele Seiten zum Durchklicken hat. Aber das ist es ja noch nicht. Es geht ja weiter. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, jetzt war ich mal bei einer Farb- und Stilberatung und man hat mir gesagt, ich bin ein Sommertyp. Dann kann man bei den Jahreszeiten Farbtypen, kann man anklicken, ich bin ein Sommertyp. Und dann zeigt er nur noch die Sommerfarben und eben auch die matten Farben, weil wir haben ja vorher angeklickt, wir möchten nur matte Farben sehen. Und jetzt kommt noch der Sommer dazu. Und jetzt habe ich alle Farben für den Sommer in matt. Und jetzt kann man noch weitergehen, weil jetzt haben wir da 9 Seiten zum Gucken. Jetzt gehen wir mal zu den Farben. Und jetzt möchte ich nämlich zum Beispiel nur grüne Farben haben. Dann klicke ich da noch auf Grün. Und jetzt habe ich alle matten Farben in Grün für den Sommertyp. Und guck mal, das sind jetzt 6, 3 Farben. Und die gibt es jeweils links als Refill und rechts schon in der Dose verpackt. Das ist ja toll. Also das ist natürlich schon eine unfassbare Hilfe. Also gerade bei dieser Wahnsinnsauswahl, die du hast. Und ich muss ja zugeben, ich bin ja eher so ein matte Farbenschminker. Also ich habe ja so ein bisschen eine Glitzerblockade auch bei meinen Kunden. Aber es hilft natürlich nicht, wenn ich einen Job habe und mein Auftraggeber sagt, bitte, ich hätte das jetzt gerne einmal in Glitzer. Dann muss ich da als gebuchte Visagistin durch. Und da hilft mir das natürlich unglaublich von der Auswahl her. Und dass ich da halt eben unglaublich Zeit auch gewinne. Das finde ich also echt richtig gut. Und ich muss zugeben, ich kenne keinen anderen, der das macht in dieser Art. Ja. Und dann hast du hier ja Lippen. Und bei Lippen finde ich das ja immer am allerschwierigsten, weil Lippen ist ja einmal auch deine Auswahl wahrscheinlich wieder so groß. Ich gehe hier mal auf Lippenstifte und guck mal, was mich da für eine Zahl wieder überrascht. Oh, das sind auch schon ganz viele Produkte. Ja, es sind nur 51. Es kommen dann noch ein paar dazu. Wenn wir den Schnutenpulli nicht mehr tragen müssen, dann kommen noch ein paar Farben dazu. Aber jetzt im Moment haben wir 51 Lippenstifte in der Tat. Und auch da kann man wieder wunderbar unterteilen. Ich sehe da gerade, das fängt wieder mit der Farbgruppe an. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder identisch, ne, zu dem Lidschatten. Genau, kalte Farben, warme Farben und neutrale Farben, matte und glänzende. Ja. Da können wir ja mal auf glänzende Farben gehen. Ja. Und dann auch hier wieder die Jahreszeiten, Farbtypberatung. Ich sehe jetzt, hier ist nur Frühlingstyp, Herbsttyp, Ja, weil beim Sommer, ich habe zu wenig Lippenstifte. Es gibt nämlich keinen kalten Lippenstift, also für den Sommertyp, der glänzend ist.
Okay, dann nehme ich mal den Frühlingstyp, weil das kommt mir sehr entgegen, weil ich einer bin. Wir suchen jetzt mal. Und dann würde ich noch mal bei Farben klicken. Da habe ich hier zwei. Da würde ich mal so Mute nehmen und suchen. Und zack, habe ich sogar eine Auswahl. Das ist fantastisch. Da muss ich mich Genau. noch nicht mal mehr entscheiden. Ja. Sehr, sehr schön. Und Das, ich die kann dir Farbe müssen sagen, wir. ich kann dir sagen, ich als Visagist, das ist meine Marke, meine Firma, ich habe die Farben alle ausgesucht. Wenn du mich jetzt auf Anhieb fragen würdest, Benny, sag mir doch mal schnell für den Frühlingstyp einen Nude-Ton in glänzend. Ich bräuchte da sicher ein paar Minuten, um durchzugucken. Und mit dieser Filtersuchfunktion geht das ratzfatz. Das ist toll. Also das heißt, man muss eigentlich schon fast neben deinem Aufsteller, den du hast, wenn man den im Geschäft hat, ein kleines Tablet hinlegen, dann Ja, könnte man das auch sofort auswählen, ne? das wäre ideal dazu, ja, genau. Fantastisch. Das ist ja schon mal von der Beratung her auch schon mal ein Highlight. Ja, ich sehe, du hast ja auch noch einige andere Dinge. Du hast ja auch noch deine Angebote. Da hatte ich vorhin mal ein bisschen geschaut. Da gibt es die verschiedenen Lidschattenkombinationen, die schon fertig von dir angelegt sind. Was ist da immer so die Idee, die dahinter steckt? Es gibt viele Menschen, die haben Probleme, dass sie sagen, ich habe keine Ahnung von Farben, stell mir mal was zusammen. Und hier haben wir halt einige Sachen zusammengestellt. Jetzt muss ich aber sagen, da sind diese Sänger dabei und Künstler. Guck mal, Coco Fletcher, die war jetzt gestern im Fernsehen mit der Pepe Lienhardt aus der Schweiz, der ist 75 geworden, hatte Geburtstag und hat eine Show gemacht im Fernsehen und sie ist da aufgetreten. Echt? Das Und ist ja weil sie tritt toll. ja seit Jahrzehnten mit ihm auf und das ist so eine tolle Sängerin und die verdienen ja alle schon jetzt seit einem Jahr nichts mehr durch Corona. Und ich habe gesagt, wir machen da diese tollen Paletten, das sind Künstlerpaletten, da lege ich sogar noch was drauf und pack noch einen Konturenstift oder einen Eyeliner oder ein paar Wimpern mit dazu. Und dann, wenn das jemand kauft, geht die Hälfte von den Einnahmen an die Künstler. Das ist meine Corona-Hilfe an die Künstler. Ah, das ist ja sensationell, großartig. Also, das ist natürlich in dieser harten Zeit, ich meine, das ist auch für dich als Make-up-Künstler sicher nicht einfach, weil das merke ich auch im Visagistenbereich. Ich scharre schon mit den Hufen für die nächsten Seminare und merke natürlich auch, dass meine Kunden einfach auf viel Make-up verzichten. Und ganz ehrlich, unter uns beiden, auch ich schminke mich nicht mehr jeden Tag. Und jedes Mal, wenn ich weiß, dass ich längere Zeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss, auch eine FFP2-Maske. Also ganz ehrlich, egal welche Qualität ich an Lippenstift habe, das weißt du auch bestimmt aus deiner eigenen Erfahrung, keine Chance. Also mich fragen auch meine Kunden immer, gibt es irgendwelche Fixierungsmittel? Also unter einer FFP2-Maske, unter diesem feuchten Klima keine Chance. Deswegen hoffen wir natürlich alle, dass das bald vorbei ist. Und ich habe ja eine Vision, die kennst du. Ich weiß, sobald wir alle die Masken weglegen, werden die Frauen auf der ganzen Welt ausgehungert sein nach Make-up. Und dann kommt einfach unsere Zeit. Richtig, richtig. Ich kann dir sagen, wir haben ein Produkt, was man über den Lippenstift machen kann. Das ist der Fixator. Den kann man drüber machen, aber er ist nicht so, also ich finde es nicht so angenehm, wenn der drüber ist, weil es versiegelt, den Lippenstift und es ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, also ich habe Kunden, die benutzen das wirklich, weil sie sagen, sie wollen ohne Lippenstift nicht mal zum Müll runtertragen gehen. Die machen das und es hält wirklich, aber ich finde es nicht so angenehm zum Tragen. Man muss es vielleicht mal ausprobieren. Ja. Magst du auf der Seite noch mal gucken bei den Gerne. Angeboten, weil da muss ich dir was zeigen. Wenn du da weiter runter scrollst oder eine Seite weiter gehst, guck mal. Ja, hallo. Da steht ja mein Name und da stehen ja meine Augenbrauenpaletten, meine Genau. absoluten Highlights. Ja, also für alle, die das Video sehen, kaufen, kaufen, kaufen. Nein, es sind wirklich wunder, wunder, wunderbare Augenbrauenpaletten. Ich bin so froh, dass du das gemacht hast. Also, weil hier sieht man auch schon die Farbauswahl, also allein diese 16er Palette, weil im Augenbrauenbereich merke ich halt eben, da liegt im Moment der Fokus drauf. Und gerade bei den Augenbrauen, da gibt es ja oft bei den Firmen immer so zwei Farben. Also, wenn ich mal so in die Geschäfte gehe,
zwei Farben. Eine davon ist zu dunkel und die andere ist viel zu dunkel. Und sie hat schon gar nicht die Nuancierung, die ich brauche. Und das ist jetzt für mich der absolute Traum. 16 Farben. Also da bleibt kein Wunsch offen. Genau. Jetzt ist natürlich, wenn jetzt eine Endkundin sagt, ja, aber was soll ich denn mit 16 Farben? Kein Problem. Jetzt geht man einfach wieder in die Suchfunktion rein zu den Augen und dann wieder zu den Puderpigmenten, weil wir machen die Augenbrauen mit den Puderpigmenten. Und dann geht man zu der Filterfunktion und da ist ganz am Schluss Verwendung. Und da habe ich jetzt Strobing, Contouring und Augenbrauen und Wangenrouge. Und wenn man jetzt auf Augenbrauen geht, jetzt kommen deine 16 Farben und jetzt kann man da aussuchen. Hervorragend. Cool, oder? Ja, also ich merke, du hast an absolut alles gedacht. Jetzt ist ja der ganze Shop schon auf Endverbraucher ausgerichtet. Das sind ja auch die normalen Preise, die auch der Friseur und die Kosmetikerin in ihren Studios haben. Ja, du hast genau. Ja da kein anderes Angebot. Das ist ja identisch. Aber was machen denn jetzt die Profis, die bei dir bestellen wollen? Die rufen mich sofort an und ich kann ihnen sagen, wir arbeiten gerade an einem Händlershop, wo dann mit einem exklusiven, mit einem Code kommt man dann da rein, wenn man den von mir kriegt. Und dann kann man da eben surfen und gucken, was brauche ich für meinen Laden. Da sind die ganzen Displays drin, die Möbel, Stuhl und so weiter. Alles, was man braucht für einen Make-up-Laden oder im Friseursalon, wenn man eine Friseurecke aufbauen möchte, eine Make-up-Ecke aufbauen möchte im Friseursalon. Das haben wir alles und das wird da alles drin sein. Aber es dauert gerade noch einen kleinen Moment, weil das ist eine große Programmiererei bei so vielen Artikeln. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, hättest du denn noch ergänzend irgendwas zu sagen, was unsere Zuschauer jetzt unbedingt noch wissen müssen? Soll bitte niemand Angst haben, dass das Gefühl hat, er darf jetzt nicht mehr anrufen. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie und wir sind jederzeit für Sie da. Und wir führen Sie auch durchs Menü. Wenn Sie jetzt sagen, ich komme jetzt doch nicht klar mit dem Shop, rufen Sie uns an und dann können wir zusammen am Telefon durch den Shop gehen. Super. Wobei ich auch zugeben muss, es ist wirklich ganz, ganz leicht. Also ich habe ihn mir ja heute auch das erste Mal angeschaut und ich muss sagen, also er ist wahnsinnig schnell. Das genieße ich immer, dass ich also anklicke und es geht sofort los. Und er ist unglaublich übersichtlich. Also ich finde, das hast du richtig gut gemacht. Danke dafür. Sehr schön. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit in Berlin und ich sage einfach Tschüss aus Bielefeld. Bis bald hoffentlich. Tschüss. Ciao.